Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Review. Ich habe mir neue Kopfhörer geholt. Das sind die Biodynamic DT770 Pro. Ich habe zwei Versionen: einmal die mit 250 Ohm und einmal davor die mit 80 Ohm. Die sind gestern angekommen, die 250er sind heute angekommen. Und ich zeige euch mal, was daran gut ist, was daran nicht so gut ist. Ihr kennt mich, es ist nicht alles gelb oder beziehungsweise alles Gold, was glänzt. Ne? Und die, die mich kennen, wissen natürlich auch, dass ich mit den vorigen Kopfhörern extrem Ärger hatte. Das waren meine Kopfhörer davor, Teufel, ja, empfehle gar keinen. Davor hatte ich natürlich super Kopfhörer, davor hatte ich Triton, sind mir kaputt gegangen. Dann hatte ich die, weil ich zwei Eingänge brauchte. Die sind nicht so gut aus dem ganz einfachen Grund. Die kann man zwar einmal mit Klinker anmachen, aber der Sound ist dann richtig Schrott und dann einmal per USB. Micro-USB, jeder weiß, Micro-USB ist der größte Müll. Das sind die 2090er Kopfhörer, die 2020er Kopfhörer sind die gleichen, sehen nur ein bisschen anders aus. Ist aber der gleiche Stecker, exakt der gleiche Anschluss, auch der gleiche Anschluss. Kennt jemand, der ist Patty, der hat sich auch die geholt, die hat sie dann auch danach die anderen geholt, die ein anderes Programm benutzen. Gleiche Probleme. Ihr habt Ausfälle wie blöde seit den letzten Windows-Updates, ne? So, dann haben sie natürlich ein Windows-Update nachgezogen und dann kam ja, das dabei raus, es sollte ein für die hier ne, ein 3.10er Update sein. Was kam da raus? Es ist ein 3.09er Update. Verarschen können wir uns auch selber. Ne? So, bei die 2020er Version. Kopfhörer hat ja genau das gleiche, weil ich sehe ja, dass ich mir nochmal Kopfhörer hole oder die andere Version. Wenn der andere die schon hat, dann kann ich die den fragen. So, das Hauptproblem damals war ja, man hat es reingesteckt und man hat permanent Wackelkontakt gehabt. Das Problem ist schon immer bekannt gewesen. Da hat man sich wie folgt beholfen: Man hat dann einfach Silikonmasse genommen, hat einen Zahnstocher genommen, reingegangen, hat ein bisschen rausgenommen und dann in die Ritzen das reingepackt. Richtig reingestopft, dass sie das nicht mehr bewegen kann. Ja, also hier in allen Ecken. Richtig reingemacht. Hat sie so gemacht, hat wortwörtlich ein komplettes Jahr so gehalten. Hatte komplettes Jahr keine Probleme. Wie gesagt, bis bestimmte Windows-Updates. Clean Windows raufmachen hat auch keinen Sinn gemacht. Ne? Habe ich versucht mit meinem Streaming-PC. Der Faktum, dass ich mir dann endgültig gesagt habe, gut, ich hole mir neue Kopfhörer, war dann bei meinem letzten Battlefield-Stream. Ich hatte innerhalb von halbe Minute oder eine Minute vier Abbrüche jeweils von 10 Sekunden. Also 10 Sekunden Abbruch hat sie das von USB auf Klinke verabschiedet, dann wieder zurück, dann wieder nach 10 Sekunden, also viermal ein Stück. Ja, ich habe jetzt schon so eingerichtet, dass die Klinke, also mein Mischpult, dass ich dann auch nur das Game per Klinke abhöre, dass man da Stream wenigstens keine Soundaussetzer hat, aber das war so das Ding, wo ich gesagt habe: Gut, wir müssen weg, das ist der größte Dreck. Man ruft bei Teufel an, die sagen: Ja, wir können es noch weitergeben, wir geben es unter Wackelkontakt weiter, das ist kein Wackelkontakt, euer scheiß Programm funktioniert nicht. Wo ich dann gesagt habe: Leute, lasst das Ding doch bitte auf Klinke laufen, komplett. Sagen sie: Ja, aber alle machen nur USB, das ist eigentlich ja schön und gut, aber lasst es auf Klinke laufen und macht bitte bessere Stereo rein, weil die Dinger über Klinke, das hat jetzt nichts mit Ohmzahl zu tun, ja. Die Kopfhörer sind per Klinke schlechter als meine normalen Kopfhörer, was ich für 15 Euro in Billigladen kriege. So Panasonic-Kopfhörer, die man sie halt so, ne, einpackt. Selbst meine Panasonic-Kopfhörer für 15, 16 Euro sind besser als diese Dinger per Klinke. Ja, Panasonic-Kopfhörer laufen hoch per Klinke. So. So viel zu diesen Kopfhörern, die Dinger sind Schrott. Man muss sagen, Sound war schon immer Müll, ganz ehrlich. Ja. Verarbeitung außer USB. USB brauchen wir ja nicht drüber reden, nur, USB ist unterste Kanone. Ne? Verarbeitung war gut, so allgemein, außer wie gesagt, USB. USB ist der größte Dreck. Ne? Aber ansonsten hier so Kabel und so Verarbeitung gut. Jetzt kommen wir zu den Kopfhörern. Ich habe die, wie gesagt, zweimal. Ich habe einmal die 80er gestern bekommen.
Die 250 auch heute. Ich habe auch angehört, ob da ein Unterschied ist. Okay. Hier ist der Sound besser. Die Verarbeitung ist aber unterste Kanone. Das ist kein Scherz. Jetzt muss man dazu wissen, diese Dinger kosten immer noch 150, 160 Euro. Ja? Verarbeitung gut, Sound kacke. Die Dinger kosten, egal welche ihr benutzt, also ob ihr eine 32er Ohm, 80er Ohm oder 250er Ohm kauft, kostet immer 130 Euro. Audioqualität gut, Verarbeitung unterste Liga. Da kann ich euch auch zeigen. Wenn ihr denn mal lest, ich habe die von Thomann, ihr könnt bei Thomann lesen, da sagen sie mir exakt das Gleiche. Dass sie da permanent Ausfälle haben oder die sind nach einem Jahr im Arsch. Dann kann ich euch ganz einfach zeigen, woran es liegt. Da könnt ihr einfach so aufknöpfen. Wenn das aufmacht, glaube, euch ist jetzt schon klar, woran das liegen wird, ne? 130 Euro. So, das Ding ist nur Schmuck. Ja, das hält gar nichts fest. Das Ding ist biegsam. Das hier ist ungefähr Klingeldraht. Andere Seite sieht genauso aus. Die 250er haben so ein Kabel, die 80er und 32er haben so ein Kabel. So, das Problem ist nämlich ganz einfach: Das Ding drückt permanent gegen Metall. Ist nicht gesund, vor allem nicht für so ein weiches Kabel. Das hier kann brechen. Das soll eigentlich Gegenbruch sein, aber. Kann euch ein schönes Beispiel zeigen? Habe. Muss ich mal wieder das Großkabel langziehen. So. Ich habe mir damals mal ein Verlängerungskabel geholt. Es ist auch ein hochwertiges, ja. Hier ist auch sowas, was gegen Bruch helfen soll. Das Ding ist aber genau diese Rille gebrochen. Die Außenschicht, nicht die Innenschicht. Das Problem ist allerdings, ihr habt trotzdem dann keinen Sound. Genau das gleiche wird euch hier passieren oder an der anderen Seite. Genau das gleiche. So, was machen wir dann? Das habe ich gestern schon mit dem 80er gemacht. Wir holen uns einmal Isolierband. Glaubt mir, es ist sau schwer, Isolierband zu finden. Ich war gestern den kompletten Tag unterwegs und habe Isolierband gesucht. Ich habe es dann schließlich gefunden. Wo ich sage, okay, Preis-Leistung ist gut, ne? 7 Meter, da habt ihr dann auch noch andere Farben drin, aber 7 Meter pro Rolle, das war von Wohlwart, glaube ich, für einen Euro geht. Bei allen anderen habt ihr bloß 3 Meter drauf, beziehungsweise Baumarkt. 2 Meter, aber 12 Euro. Vogel haben die auch, ne? Jedenfalls nehmt die Isolierband, isoliert das ganze Ding rum, also hier, das, was da hängt, ne? Komplett von Anfang bis Ende, einmal rum. Und dann nicht wirklich ziehen. Macht ihr einmal so, dass ihr die Mitte habt. Legt es darauf. Macht davor natürlich ein paar Schichten Klebeband darum, ne? Und dann klebt das auch hier ran, dass ihr das nicht mehr bewegen könnt. Weil das Problem wäre nämlich eins. Wenn ihr das jetzt da drinne habt und ihr zieht das runter und das Kabel ist vielleicht ein bisschen weiter links oder rechts, dann kann es sein, dass an der anderen Seite zu wenig Kabel da ist und dass ihr dann das rauszieht. Das große Problem. Deswegen rumkleben, hier rankleben, fertig. Genau das gleiche macht ihr mit hier unten. Komplett kleben von hier nach da. Hier auch einmal rankleben. Ups, andersrum. Hier auch einmal rankleben. Sieht zwar vielleicht nicht hübsch aus, aber es kann sich nicht bewegen. Kabelbruch ist dann so ziemlich ausgeschlossen. Ne? So, und das gleiche macht ihr natürlich dann auch hiermit. Mit dieser Seite. Ne? Auch von hier nach da, Kabelbruch ist dann so ziemlich ausgeschlossen. So, dass ihr das nicht bewegen könnt. Macht das ruhig schön dick. So. Dann habt ihr das Ding eigentlich so ziemlich sicher und dann könnt ihr den schwarzen auch wieder drauf machen. Ne? Also, ganz ehrlich, wo ich das gesehen habe, wie es aussieht.
Kennt ihr die alten Kopfhörer, die ihr mit dem Walkman dazu gekriegt habt, ne? Die so aus Eisen waren und dann so kleine Plüschdinger, die man sich so auf das Ohr macht, ne? Die ihr manchmal so bei Automaten in Krankenhäusern dann kriegt, so für 1, 2 €. Erinnert mir exakt daran. Also noch billiger kann man sowas nicht machen. Dann sage ich, ja, Teufel ist von der Verarbeitung her gut, außer USB. Sound ist unterste Kanone. Das Ding ist von Sound her richtig gut, Verarbeitung unterste Kanone. Kann man nicht anders sagen. Ne? So viel dazu. Die Plüschdinger sind auch nur angeklebt. Was gibt es dazu noch zu sagen? Das ist Eisen, das ist Eisen, das ist Plastik. Jetzt kommt zum nächsten. Ihr sollt ja hier euch das einstellen können. Wenn ihr ein bisschen wackelt, fällt das schon von alleine ein bisschen runter. Ganz einfach ein Grund. Das seht ihr vielleicht hier ein bisschen. Das auch nochmal anleuchten. Seht ihr da kleinen Stanzlöcher? Das, ich meine, selbst wenn ihr den Körner reinstanzt, ist das mehr. Das ist ungefähr ein Zehntel Millimeter. Und das reibt an so Plastikteil daran. Ja? Also ich meine, das Plastikteil, das macht ihr ein paar Mal hoch und runter und das Ding ist, ja, könnt ihr schon mal in die Tonne kloppen. Ne? Das wird nicht lange halten. Wie gesagt, Entschuldigung, mit dem Mikrofon, das sind dynamische Mikrofone, wenn ich halt okay, 5 cm hin und her mache oder so reinspreche, ist das schon komplett anders. Ne? Wie gesagt, alle die Meckerweh-Mikrofon, ja, ihr habt ja vielleicht ein Musikmikrofon, aber kommt man nicht ins Haus, weil ich nicht meine komplette Umgebung haben möchte. So viel dazu. So macht ihr jetzt jedenfalls fest, dass ihr lange Freude daran habt. Ne? Setting wieder rauf und fertig. So, kommen wir zum Sound. Ich sage ganz ehrlich, desto höher die Ohmzahl ist, desto mehr Störgeräusche hört ihr. Ich habe es mit einer alten Aufnahme von meiner ehemaligen Partnerin mal versucht. Sie hat gesungen. Eine wunderschöne Stimme, Französin, hat Französisch gesungen. Desto höher die Ohmzahl ist, desto mehr Störgeräusche hört ihr. Das heißt, desto höher die Ohmzahl ist, desto lauter müsst ihr machen und desto empfindlicher sind die Teile. Das heißt also, alle, die meckern, die sagen, wenn ihr euren eigenen Stream hört und ihr sagt, oh, es läuft halt super, und andere sagen, ich habe da auch so einen Kollegen, ne, hat Kopfhörer mit 600 Ohm und sagt, boah, das hört sich halt so kack an und sonst was. Ja, dann nimmt man normale Kopfhörer wie jeder andere auch. Weil die nehmen dann immer die überteuersten Kopfhörer für, was hat der 600 Ohm, 700 € gekostet. Ich höre jeden Mäusefurz, ja, jedes kleine Knistern oder sonst was und sagt, mein Stream ist scheiße. Gut, nicht der Stream ist scheiße, sondern der Sound ist scheiße. Gut, sage ich mir, 2% der Bevölkerung hat vielleicht High-End-Kopfhörer, die man nicht braucht. 80 Ohm reicht vollkommen aus, seid ihr gut bedient. Da klingt der Sound auch wärmer, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Bei anderen hört ihr wirklich jedes Geknister. Handy anhören, hört ihr hier vielleicht ein bisschen Geknister. Hier ist das, ja, würdet ihr am liebsten das Ding rausziehen und Handy irgendwo hinwerfen, weil ihr denkt, euer Handy ist kaputt. Gut, was daran liegt, dass die Ohmzahl einfach so groß ist. So viel zu den Ohmzahlen. Kommen wir mal zu den Stecker noch. Dann sind wir auch mit dem Ding fertig und dann zeige ich euch, wie ich das angeschlossen habe, dass ich trotzdem beide abhören kann. Zum Stecker. Wir haben hier ein 6,3er Stecker, Klinke. Man sagt sich, okay, man hat einen Adapter, kann man aber leider nicht dafür benutzen, weil der Adapter ist leider ein Schraubadapter. Das heißt also, wenn ihr den Adapter nimmt und ihr habt jetzt zum Beispiel eine normale Klinke, das ist eine 3,5er Klinke, ne, eine ganz normale. Ihr versucht den darauf zu machen, passiert das? Gar nichts. Ne? Ganz anders ist es bei normaler Klinke. Ja, könnt ihr mit denen nicht machen. Natürlich könnt ihr aber auch eine normale Klinke hier benutzen. Das geht. So viel dazu. Was geht noch? Ja, ihr könnt das Ding auch so einfach reinstecken im Computer. Findet auch einmal frei. So, jetzt kommen wir zu den Anschlüssen. Wie habe ich das jetzt gedeichselt? Dass ich alles abhören kann. Ich habe das wie folgt gemacht. Ich habe, das hier ist mein Mischpult, ne? Schön, dass ich jetzt auch lauter bin, aber ich spreche jetzt in dem Sinne so in Mikrofon rein, deswegen klingt es auch ein bisschen lauter.
Das ist mein Mischpult, was ich habe. Und ich habe es wie folgt angeschlossen. Dazu muss ich sagen, ich habe in meinem PC eine extra Soundkarte, eine Soundblaster Z drinne. Inklusive natürlich auch die Mainboard Soundkarte, was jedes Mainboard drin hat. Ne? Jede Mainboard hat eine integrierte Soundkarte drin. Ich habe noch eine Soundblaster Z mit drin. Ansonsten könnt ihr das nicht beidseitig abhören. So, mit was beidseitig abhören können, also beides gleichzeitig, ne, auch einstellen können über Mischpult, brauchen wir noch so etwas. Sowas da. Und fertig. Dann habt ihr einfach auch keine Probleme. Ist hier von hinten. 66 Euro Detail. Und dann seid ihr soweit. So. Das ist das Teil. Habt ihr soweit keine Probleme, ist halt top und boah, könnt ihr halt anschließen. So, wir schließen das dann wie folgt an. Wir haben hier bei den Mischpult, hier kommt das Mikrofon rein auf XLR. Dann kommt hier in Main bei Klinke, wo wir noch eine extra habe, dass ich euch das zeigen kann. Das sieht nicht so aus. Ich habe leider keinen extra rumzulegen, dass ich euch das so zeigen kann. Dann kommt hier zwei Klinke raus von Main in meine Soundkarte, die Z. Die Soundblaster Z Soundkarte. Ja? So. Und das Alt 3.4 kommt in die Soundkarte vom Mainboard, auch im Mikro rein. Wieso kommt das Alt 3.4 auch im Mikro rein? Ganz einfach, weil wir nehmen die Stereo von Mainboard, worüber wir natürlich unseren Chat laufen lassen, den wir auch extra abhören möchten, ne? Und weil wir den auch hier über Schieberegler einstellen wollen, packen wir hier rein. Also hier Stereo rein vom Mainboard, hier Stereo raus für Mainboard. Ne? Raus natürlich ein Mikro rein. Hier Mikro, wie gesagt, zum Blaster Karte. So, dann schalten wir hier beim Mikrofon nicht weiter ein, ne? Drehen hier um den Pegel ein bisschen hoch, machen das auf 0. Hier, bei das Ding, was vom Mainboard kommt, schalten wir hier, kannst du noch von mir aus sagen, auf Mute, dann wird es hier auf Alt übertragen. Und hier machen wir auf Solo, dass wir es hier abhören können. So, dann wird das hier automatisch übertragen für Abhören. Und jetzt kommt der ganze Spaß. Jetzt schalten wir, beziehungsweise stecken wir von der Soundkarte, die extra Soundkarte, ja, den Audio, wo natürlich das Spiel übertragen wird. OBS nimmt automatisch Spiel auf, ne? Da braucht ihr noch einen Kopfhörer drauf haben. Aber wir sagen, die Soundkarte Stereo packen wir per Cinch hier rein. Also hier rein. Ein von den Wehen. Und das Abhören packen wir hier rein. So könnt ihr beides abhören. Auf dem Stream OBS geht natürlich der Main und das Ding jeweils im Mikrofon rein. Klar, also hört der Stream auch alles. Und ihr könnt dann selber per euer Kopfhörer, per Klinke, die 6.3er, den Sound selber abhören. Dazu muss ich sagen, bevor ihr das Ding überhaupt benutzt, alles runterschalten. Anschließen und dann hochschalten. Ansonsten werdet ihr Probleme kriegen. Wortwörtlich. Ja? So, euer OBS schaltet ihr dann wie folgt ein. Ihr macht das dann so, dass ihr
Oh ja, Standard-Lautsprecher, wie gesagt, ich habe eine zweite Soundkarte und das geht's nicht. Macht ihr halt den Soundblaster. Darunter macht ihr deaktivieren. Darunter macht ihr Mikrofon, Soundblaster-Set, wo mein Mikrofon reingeht. Ne? Hier das Mikrofon, Main geht in Soundblaster-Set rein. Und das zweite Mikrofon ist für, also den zweiten Mikrofon nehmt ihr auf das Mainboard, Realtek, ne? Weil Realtek Audio Stereo geht hier rein und geht hier wieder raus, damit ihr hier Fernregler schalten könnt. Ne? Ja, hoch und runter. Braucht ihr nicht immer da bei OBS immer hingreifen und sonst was machen. So, was ihr denn noch beachten müsst, ist ganz einfach, dass ihr hier, zum Beispiel, ich zeige euch das mal bei denen, unten auf Filter drauf geht. Also Zahnrad, Filter. Und dann macht ihr Rauschunterdrückung und Noise Gate an. Verstellt sonst nichts. Das macht dabei bei den Mikrofonen. Ansonsten werdet ihr da tierisch Probleme kriegen. Und dann wäre eigentlich auch schon alles eingestellt. Ihr werdet keine Probleme mehr haben. Ihr könnt alles abhören. Ohne dass ihr da irgendwie Störgeräusche habt. Wenn ihr denn mal, das ist nämlich bei dem Mischpult etwas häufiger, das hat aber eher damit zu tun, wenn das Ding richtig heiß wird. Wenn ihr mal ein Brummelmikrofon habt, dann zieht man den XLR hier einmal kurz raus und steckt ihn wieder rein. Benutzt aber bitte nur die zwei rechten. Die zwei linken sind nämlich eigentlich für Gitarre gemacht. Ihr werdet auch einen viel, viel besseren Sound haben, wenn ihr die zwei rechten benutzt. Alles, was hier ist, mit Line-In, mit Knopf, macht automatisch Störgeräusche, egal ob ihr drinne habt oder nicht. Ja? XLR, benutzt auch lieber XLR als halt also einen Koaxialstecker, wie schon so ein Klinker All-in-One. Ne? Macht auch mehr Störgeräusche, nimmt lieber XLR. So viel dazu. Ja. Zweier zu einer, das ist klar, ne? Also links, rechts, so ein kleinen Klinke, ist auch klar. Soll, glaube ich, keiner zählen, ne? Kommt rein. Und geht zu PC und umgekehrt und sonst was. Das sind eigentlich die ganzen Dinge, was man beachten muss. Wenn ihr denn doch noch einen Brummen habt und so, hört auf mit so extra Filter ankommen und dazwischen schalten. Ja, bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe es ausprobiert, ich habe mir bei Ihnen ausgeliehen. Trotzdem, dass ihr habt, schaltet das Ding für ungefähr 3 Minuten aus, schaltet das Ding wieder an. Funktioniert meistens. Wenn ihr jetzt sagt, ja, dann nimm nur USB, würde ich gerne machen. Wenn laut Behringer das USB auch richtig supportet werden würde, ihr könnt da USB ranmachen, aber das Mischpult ist nicht wirklich für USB gemacht, weil, wenn ihr das Ding per USB ranmacht, sind diese ganzen Schieberegler tot. Da könnt ihr gar nichts mehr machen. Wirklich, da ist alles komplett tot. Von hier an runter alles per USB tot. Könnt ihr bloß den hier benutzen und das war's. Deswegen nutzt das Ding auf Klinke. Funktioniert auch viel, viel sauberer. Abhören, wie gesagt, hier einmal hochstellen, hier hochstellen. Rührt die Dinger bitte nur im Notfall an. Ne? Und diese Schieberegler bitte immer auf Null stellen und dann anmachen. Das wäre so alles, was ihr beachten müsstet, dann müsste eigentlich auch alles funktionieren. So, schön, dass es so lange gedauert hat. Wir beachten 20 Minuten. Ich dachte, ich krieg's jetzt kürzer hin. Ich entschuldige mich vielmals. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch weitergeholfen hat. Ihr kennt jetzt die Macken von den ganzen Dingen. Ihr wisst jetzt auch, dass bei allen die Qualität in der Baumaßnahme gut ist, aber Teufel allgemein die komplett restliche Qualität unterste Kanone ist. Und bei denen hier Soundqualität gut ist, aber ja. Also technisch ist das der billigste vom billigsten, also von der Verarbeitung her. Ne? Ne? Ja, die Dinger sind auch bloß angeklebt. Gar nichts. Ne? Macht das mit ISO-Band. Macht euch das bitte fest. Umwickelt das ein paar Mal, dass euch da nichts passieren kann. Geht lieber auf Nummer sicher. Gut, danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.